Hallo, wie schön, dass du mich hier gefunden hast auf YouTube und an diesem wundervollen Ort in diesem Elfensee. Ist es nicht zauberhaft hier, dieser See mitten im Wald? Weiches, warmes, mooriges Wasser. Ich liebe es einfach hier zu baden. Und manchmal tue ich das auch nachts, dann ist das Wasser ganz dunkel und das Licht von Mond und Sternen glitzert auf dem See. Aber heute möchte ich dich einladen, den Fairy Flow zu spielen mit mir. Ein Elfenmusik. Diese Musik ist hier am Ufer des Sees entstanden. Ich saß da mit meiner Harfe, so ganz selbstvergessen, und bewegte die Hände über die Saiten. Und ich bin sicher, dass die Naturgeister dieses Ortes mir diese Musik in die Hände geflüstert haben. Denn die klingt so elfenleicht und ganz entspannt, wie dieser Ort sich für mich anfühlt. Entspannt, das ist jetzt eh das Zauberwort, bevor wir beginnen zu spielen. Wie fühlst du dich heute? Entspannt oder noch nicht? Fühl mal in deinen Körper hinein, in deinen Bauch, in deinen Kopf, dein Herz. Wie fühlen sich deine Hände an? Lass dir einfach ein klein bisschen Zeit dafür und ich komme derweil mal aus dem Wasser. Bis gleich. Tschüss. Der Fairy Flow ist ein Improvisationsstück mit einem Griffmuster, das ich jetzt Flow genannt habe, denn ja, eigentlich, wir greifen ja rein und der Griff muss stimmen, aber erst wenn es so in den Flow, ins Fließen kommt, dann ist es eine Melodie, dann ist es Musik. Ja, ich bin in Es-Dur, das heißt, meine Klappen sind alle unten. Und die linke Hand spielt immer einen Quintoktavgriff. Wenn du den noch nicht kennst, dann erkläre ich ihn dir kurz. Du nimmst mit dem Ringfinger der linken Hand und mit dem Daumen die Oktav, in dem Fall sind es die beiden E-Saiten, und der Zeigefinger liegt auf der H-Saite. Die Töne sind dann S, B und S. Wenn du den Griff noch nicht kannst und dich nicht so traust, dann kannst du auch einen Dreiklang nehmen. Das klingt dann ein bisschen anders, aber es ist auch schön. Die linke Hand spielt diesen Quintoktavgriff einmal nach oben ab. Dann darf die rechte Hand beliebige Töne spielen. 1, 2, 3, 4 oder auch 5. Ganz wie du magst. Mach dir keine Gedanken darüber, welche Fingersätze du nimmst oder welche Töne du nimmst. Es wird alles schön klingen. Und du darfst auch nur mit einem Finger spielen, wenn du das magst. Das ist auch okay. Ich spiele es dir jetzt mal vor. Das Wichtigste ist allerdings, in diesem leichten, entspannten, gemütlichen Takt, in diesem Flow zu bleiben. Sollte es dich irgendwie stressen da oben, oh, wo soll ich hin? Dann schau vielleicht am besten gar nicht so hin. Schau auf die linke Hand und lass die rechte einfach irgendwas machen. Ich probiere es jetzt mal aus, nicht hinzusehen. Nicht wissen, was ich da spiele. Gut, das ist eigentlich das ganze Muster, der ganze Flow. Aber es war noch nicht alles. Wir versetzen jetzt dieses Muster, diesen Flow, einfach um 5 Saiten nach oben auf die H-Saite. Das heißt, ich spiele B, F und B. Dann springe ich noch eine Saite runter. Ass, S und A, also die A-Saite, die E und die A.
Wie oft du jetzt den E-Griff, den B-Griff oder den A-Griff nimmst, ist egal. Du kannst dich selbst festlegen auf 2 oder 4 Mal oder du spielst so lange E, bis du nicht mehr magst und springst dann und dann weiter. Ich spiele es dir jetzt mal vor. Und immer weiter, solange es dir Freude macht. Das war der Fairy Flow. Wenn aber jetzt diese leichte Elfenstimmung gar nicht so passt zu deiner momentanen Laune, zu deinem Gefühl, zu deiner Stimmung, dann probier einfach mal, den Fairy Flow zu versetzen auf andere Saiten in der linken Hand. Zum Beispiel auf C. Dann springst du auch 5 Töne hoch auf die G-Seite und einen runter auf die F-Seite. Also es ist ein völlig anderes Stück. Und ich möchte dich ja sowieso immer inspirieren, deine Gefühle, deine Stimmungen auf der Harfe auszudrücken. Und so kannst du sehr gut probieren mit diesem einfachen Flow, was passt jetzt gerade. Ich spiele ihn dir jetzt mal auf C vor. Schön, wie ich finde. Nur an diesem Ort passt einfach das Federleichte. Ja, ich freue mich sehr, wenn ich dich inspirieren kann mit diesem Tutorial und du viel Freude beim Ausprobieren hast. Ich freue mich auch sehr über einen Kommentar, den du mir schreiben kannst. Ich freue mich, wenn du mich abonnierst, denn es werden noch viele Tutorials kommen und auch sehr, sehr schöne Musikvideos. Ich sage jetzt danke fürs Zuhören, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei diesem wunderschönen Ort hier, diesem See, diesem Wald, an dem ich mich so wohlfühle und der mir sehr viel Inspiration immer wieder gibt. Und jetzt sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.